Willkommen zurück auf meinem Kanal, meine Freunde der übertriebenen Autopflege. Wie ihr im Hintergrund schon seht, steht hier ein Mokka Latte. Und zwar in Form eines Audi TT RS. Zu dem Auto muss ich sagen, der Besitzer ist ja ziemlich bekloppt, muss ich sagen. Ich blende euch das hier mal ein. Der gute Mann war nämlich im März schon mal da mit seinem RS6. Den hat er immer noch, keine Angst. Aber bekloppt in dem Sinne, weil er 850 Kilometer Anreise hat. Der gute Mann kommt nämlich aus Cuxhaven und hat jetzt den Weg auf sich genommen zum zweiten Mal dieses Jahr, 850 Kilometer hierher. Ich habe ihn gestern zum Flieger gefahren, er ist nach Bremen zurückgeflogen, kommt nächste Woche mit dem Flieger wieder zurück und holt das Auto wieder ab. Also das ist wirklich, ich sag mal, ein größeres Kompliment kann man mir eigentlich nicht machen und ich freue mich wirklich wahnsinnig, weil es halt auch wirklich richtig geile Autos sind, die der mir da immer bringt. Der TT RS hier hat jetzt 9000 Kilometer gelaufen ungefähr. Wie gesagt, die Farbe heißt Mokka Latte, ist ein Unilack. Ich mache ja einmal komplett das komplette Programm. Also einmal Vollgas, der Lack ist eigentlich wirklich in gutem Zustand, aber ich werde ihn trotzdem zweistufig polieren, einfach um das Maximum rauszuholen, weil wenn der gute Mann so weit fährt und so eine Reise auf sich nimmt, ja, dann geht nur das Maximum, hilft nichts anderes. In dem Sinne könnt ihr euch natürlich vorstellen, er kriegt einmal alles gemacht. Er kriegt den Lack versiegelt, die Scheiben, die Felgen, die Kunststoffe, die Radkästen, das Verdeck, also im Prinzip alles. Ich werde jetzt anfangen mit Abkleben. Abkleben ist relativ schnell gemacht bei dem Auto, weil er eigentlich nur eine Fensterleiste unterhalb des Fensters und am Scheibenrahmen vorne hat. Und das Verdeck muss ich natürlich abdecken. Dazu gebe ich euch einen Tipp, einfach beim Baumarkt. Eine ganz günstige, die kostet 1,39 €. Malerabdeckfolie, die kann ruhig ganz dünn sein. Es geht wirklich nur darum, dass keine Politur aufs Verdeck kommt, dass kein Staub aufs Verdeck kommt und so weiter. Das Verdeck habe ich nämlich beim Waschen natürlich schon mitgereinigt. Gewaschen und geknetet ist das Auto vom Zustand her. Das Auto wurde schon mal poliert. Ich blende euch ein am Heckspoiler die Seiten. Da sieht man schon ein bisschen Hologramme und Schleifspuren bzw. Polierspuren, wo wohl nicht ja, bis zum Finish gefahren wurde, sondern einfach mal drüber poliert wurde. Der Lackzustand an den Seiten bzw. generell ist eigentlich ganz gut. Es sind nur die ganz feine Kratzer drin. Was man noch sieht auf dem Lack bzw. was ich beim Waschen gemerkt habe, das Auto hat richtig schön geperlt. Aber bei genauerer Betrachtung, ich hoffe, ich habe es ganz gut eingefangen und man kann es sehen, es sind lauter kleine Pünktchen auf dem Lack, was für mich darauf hindeutet, dass einfach eine Sprühversiegelung drauf ist, die das Auto einfach ein bisschen perlen lässt, dass es ein bisschen schöner aussieht. Und das war's. Also es ist wohl keine große, teure, aufwendige Versiegelung drauf, sondern nur eine Sprühversiegelung. Die Pünktchen kommen im Prinzip dadurch, dass man mit der Sprühversiegelung den Lack einnebelt und ja, nicht alle Flächen auspoliert. Und dann bleiben natürlich die vom Sprühnebel, die kleinen Pünktchen bleiben natürlich übrig. Und genau so sieht das für mich aus. Polierrückstände an den Sockeln von den Außenspiegeln. Auch hier beide Seiten, rechts und links, die werde ich natürlich entfernen. Und das muss natürlich auch abgeklebt werden, dass das nicht nochmal passiert. Und ja, und damit fange ich jetzt einfach mal an. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und wie ihr mir mal wieder beim Arbeiten zuschaut. I've never had anyone complete the words I say. You told me the one you're with can make you feel this way. Ja, Freunde, ich muss mich noch mal kurz zu Wort melden. Ich habe nämlich eine Stelle vergessen zum Abkleben. Und zwar hier unten. Da. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum will er mitten in der Karosserie abkleben? Ich zeige es euch. Dieser TT hat nämlich für einen utopischen Aufpreis hier den TT-RS-Schriftzug reingraviert oder sandgestrahlt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das hier kein Aufkleber, das ist, ich schätze mal, sandgestrahlt. Und wenn ich da drüber poliere, ist er weg. Das wollen wir nicht. Deswegen abkleben.
Modeerscheinung bei den neuen Autos, Schleifspuren. Remember we said with faith we tried to let this pass. And no matter how much we avoided, we would still cross paths. If the shoe fits, wear it. If there's no comparing, this is true love, I swear it. Polierdurchgang bzw. die ersten anderthalb Polierdurchgänge sind jetzt beendet. Es waren jetzt doch einige Stellen, wo ein paar etwas tiefere Dinge drin sind. Da habe ich dann auch partiell wieder gecuttet. Ich habe so das Gefühl, die Autos heutzutage haben die Kratzer schon ab Werk drin. Da ist wirklich, ich hatte jetzt schon ein paar neue Wagen in letzter Zeit und da sind überall sind teilweise echt tiefere Dinge drin, gerade unten an den Türen und so weiter. Ich weiß nicht, was die mit den Autos machen, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich jetzt partiell gecuttet und der erste Polierdurchgang ist fertig. Jetzt geht es weiter mit dem finnischen Hochglanzgang und dann schauen wir mal, wie das klappt. I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Here if you need me now.
dass sich der TT ein bisschen heimisch fühlt. Küstenwetter, hier schifft es wie Sau. Ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Das Polieren ist jetzt beendet. Der aufmerksame Zuschauer wird bemerkt haben, dass ich heute den Hochglanzgang rotativ gefahren bin. Ihr werdet euch vielleicht fragen, wieso ich das heute rotativ gemacht habe, nicht mit der Exzenter. Ich will euch das erklären. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte einfach Bock drauf. Das ist eigentlich der einzige Grund. Ich wollte einfach mal wieder rotativ polieren und das habe ich heute gemacht. Geklappt hat es trotzdem. Er ist richtig gut geworden. Morgen werde ich wiederkommen und werde das ganze Auto entfetten, beziehungsweise muss ich erst die Scheiben noch polieren. Dann werde ich das Auto entfetten und beschichten und werde dann vermutlich morgen noch mit den Felgen direkt anfangen. Felgen, Radkästen, Bremssättel bzw. Radkästen kann ich wahrscheinlich gar nicht groß viel machen, weil die mit Filz ausgekleidet sind. Aber Felgen und Bremssättel und so weiter, das werde ich auf jeden Fall noch machen. Das wird dann morgen passieren. Ja, in diesem Sinne. Tschö.
So Freunde, einmal mehr Regen auf dem Hallendach. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Ich denke aber schon. Das Auto ist jetzt beschichtet. Die Keramik ist drauf auf den Scheiben, auf dem Lack, auf den ganzen Kunststoffen. Auf den Felgen noch nicht. Das habe ich heute noch nicht geschafft. Es hat jetzt doch ein bisschen länger hingezogen, als ich eigentlich gedacht habe mit der Beschichtung. Wir hatten heute hier so 25, 26 Grad in der Halle und knapp 80% Luftfeuchtigkeit. Das ist natürlich zum Verarbeiten einer Keramikversiegelung nicht optimal. Es war dann am Ende ein ganz schöner Kampf. Ich habe nicht mit 3, sondern am Ende mit 4 Tüchern gearbeitet. Normalerweise arbeite ich ja mit 3 Tüchern zum Abnehmen der Keramik. Heute habe ich 4 genommen. Hat jetzt am Endeffekt trotzdem geklappt. Das Auto ist soweit beschichtet. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Und morgen geht es dann jetzt noch an die Felgen, Verdeck und Innenraum fehlt dann noch. Innenraum wird jetzt nicht allzu viel zu tun sein, weil das Auto, wie gesagt, relativ neu ist. Aber Felgen habe ich schon gesehen, da werde ich wahrscheinlich polieren müssen. Das Schwarz von den Felgen auf dem Felgenständer, das sieht schon relativ verkratzt aus, sag ich mal. Schauen wir uns dann morgen an. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal Feierabend. Bis dann! Mein Highlight des Tages heute, wollte gerade eine neue Packung Code Rims aufmachen. Ja, so viel dazu. Original eingeschweißt gewesen, die Flasche. Ja, keine Ahnung. Der Verschluss scheinbar nicht dicht oder was, keine Ahnung, ausgelaufen. Kann ich so nicht nutzen. Mal gucken, was Surface dazu sagt. So Freunde, als allererstes möchte ich nochmal auf das Keramika und Rims zu sprechen kommen. Ihr habt ja im Video gesehen, dass ich da eine Flasche hatte, die ja nicht ganz so geil verpackt war, beziehungsweise die in der Verpackung ausgelaufen ist und dementsprechend schon nicht mehr zu benutzen war. Es sind 100 Milliliter gewesen, das Zeug ist wirklich nicht günstig. Ich habe gestern Abend, es war Sonntag, aber ich habe gestern Abend noch Surfaces angeschrieben und habe denen das Problem geschildert. Es kam direkt heute früh eine Mail zurück, ich soll doch bitte mal Fotos schicken und dann kümmern sie sich drum.
Fotos habe ich gerade zurückgeschickt und es kam jetzt auch umgehend wieder die Antwort, es wird sofort ersetzt, überhaupt kein Problem, sie schicken mir eine neue Flasche zu. Meine Daten haben sie und das ist dann für mich erledigt und ich muss sagen, echt geiler Service, das ging jetzt ratzfatz, total schnell und unproblematisch. Es kann immer mal sein, dass irgendwas beim Transport oder bei der Lagerung oder sonst was kaputt geht. Es war für mich jetzt nicht zu sehen, weil die Packungen immer eingeschweißt sind und versiegelt sind. Da konnte man jetzt vorher nichts sehen, ist jetzt nicht irgendwie nichts rausgelaufen oder so. Von daher war es jetzt einfach wirklich blöd, aber Surface hat sich da wirklich vorbildlich drum gekümmert und schickt mir eine neue Flasche zu. Das zur Vollständigkeit. So, jetzt zum TTRS. Das Auto ist fertig, 38,5 Stunden Arbeit. Der aufmerksame Zuschauer von euch, also du, euch ist aufgefallen, dass die Heckscheibe ja die ganze Zeit abgeklebt war und nicht keramisch versiegelt wurde. Natürlich habe ich das heute noch nachgeholt. Ich habe die Scheibe poliert, ich habe sie entfettet und ich habe sie keramisch versiegelt. Ich konnte das natürlich vorher nicht machen, weil das Verdeck natürlich abgedeckt war, beziehungsweise als ich das Verdeck dann versiegelt hatte, war natürlich die Scheibe abgeklebt, damit die Verdeckversiegelung nicht auf die Scheibe läuft. Das ist nämlich gar nicht so leicht wieder runterzukriegen. Deswegen das Abkleben, danach polieren, danach versiegeln, das ist jetzt alles noch gemacht. Des Weiteren habe ich heute noch so ein bisschen im Innenraum gemacht. Das ist jetzt nichts Spektakuläres gewesen. Das Auto ist, wie gesagt, relativ neu. Ich habe es rausgesaugt, ich habe mal die Armaturen abgewischt, ich habe mal so ein bisschen das Leder abgewischt. Die Scheiben habe ich noch gereinigt und viel mehr ist dann auch schon nicht passiert. Das Auto ist jetzt fertig, wir haben jetzt Montag. Am Mittwoch, also übermorgen, kommt der Besitzer das Auto abholen. Ich werde jetzt gleich das Ding nochmal rausfahren. Wir schauen uns Beading Sheeting an und die finalen Endaufnahmen. Und dann seid ihr mich auch schon wieder los. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao. I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. Yeah.